Morgen, Frau Kluge. Guten Morgen, Professor Helfter. Frau Kluge, Sie kommen erneut zur Botulinumtoxin-Behandlung. Ja. Die letzte ist 3 Monate her. Was haben Sie jetzt für Beschwerden? Es ist nach wie vor, dass es zum Ende hin, wenn die Spritze die Wirkung nachlässt, fängt wieder an, meine linke Seite, die schmerzt, und mein Kopf zieht nach rechts und kippt. Wie hat es denn eigentlich angefangen? Das ist ungefähr 15 Jahre ist das her. Da hatte ich das auch, also diese Schmerzen. Und wenn ich nachts im Bett lag, konnte ich nicht schlafen, weil mein Kopf dann irgendwie immer so zog. Und wie lange hat es gedauert, bis dass Sie dann zur Botulinumtoxinbehandlung gekommen sind? 3 Jahre. 3 Jahre bin ich bei den verschiedenen Ärzten gewesen. Und nachdem Sie dann mit Botulinumtoxin behandelt worden waren, hatten Sie eine Besserung? Ja, auf jeden Fall. Von ungefähr wie viel Prozent? Das ist schwer zu schätzen, aber... Ja, 90-95% schon. Ich kann also mich wieder wirklich gut bewegen, werde auch nicht mehr nervös. Wenn ich irgendwo bin, war ich früher immer sehr nervös, weil ich Angst hatte, dass andere das sehen, wenn mein Kopf weggibt. Die Patientin hat eine zervikale Dystonie. Das ist die wissenschaftliche Diagnose. Das bedeutet, dass eine Reihe von Muskeln im Halsbereich überaktiv sind und man sieht, das Zusammenspiel klappt nicht ganz. Deswegen kommt es auf der einen Seite zu Veränderungen der Kopfposition, auf der anderen Seite aber auch zu abnormen Bewegungen des Kopfes. Und ich versuche auf der einen Seite die Kopfposition zu bessern. Deswegen habe ich die Patientin, weil der Kopf nach rechts zieht, mehr rechtslastig gespritzt. Und auf der anderen Seite versuche ich, das Kopfzittern zu beeinflussen. Und deswegen muss man unbedingt beide Seiten links und rechts behandeln. Und das ist so, dass sie wirklich alle 3 wesentlichen Muskelgruppen, vordere, mittlere und hintere Muskelgruppe, behandelt haben muss. Und mit dieser Strategie, das machen wir jetzt 15 Jahre, sind wir bisher gut zurechtgekommen, sodass die Patientin normal arbeitsfähig gewesen ist und jetzt das Rentenalter erreicht hat und letztendlich dann doch zufrieden ist. Bei diesem Modell sieht man, dass der Nerv an eine einzelne Muskelfaser zieht. Der Muskel setzt sich aus Hunderten von solchen Fasern zusammen. Ziel ist es, Botulinumtoxin in diese Endplattenzone hineinzubringen. Deswegen injizieren wir dann an verschiedenen Stellen. Das Botulinumtoxin kriecht genau an der Stelle, wo der Nerv der Muskelfaser Befehle gibt, in die Nervenzelle rein und blockiert dann eine erneute Ausschüttung, sodass also die Kraftbildung reduziert wird. Und es gibt eben auch Muskelfasern, die Befehle zum Gehirn geben, dann auch die werden reduziert, sodass also das Botulinumtoxin an 2 Schenkeln dann wirkt, nämlich auf die Kraftbildung und auf die Rückkopplung zum Gehirn. Generell sind Probleme, die durch muskuläre Überaktivität entstehen, die häufigste Indikation für die Anwendung von Botulinumtoxin. Aber gleich danach kommen Patienten, die Schmerzen haben. Das liegt einfach daran, dass muskuläre Verspannung Schmerzen verursacht, sodass also auf der einen Seite Kopffehlpositionen, Augen zukneifen und Verziehen der Extremitäten zu den häufigsten Krankheitsbildern zählen und dann Nacken- und Kopfschmerzen und schließlich auch dann Schweiß- und Speichelbildung, das dann aber etwas weniger als die muskuläre Überaktivität. Bei der Botulinumtoxin-Therapie handelt es sich um eine rein symptomatische Therapie. Das heißt, die Ursache wird keineswegs beseitigt und das bedeutet, dass man normalerweise lebenslang therapiert. Und der einzelne Patient muss völlig individualisiert behandelt werden und auch die Dauer der Wirkung ist
völlig vom Patienten abhängig. Das heißt, wir behandeln in Intervallen von ungefähr 3 Monaten, wohlwissend, dass einige Patienten früher injiziert werden müssten und bei einigen Patienten die Wirkung länger anhält. Aber die Patienten profitieren dann von einer erneuten Injektion umso mehr, weil man auf eine Restwirkung noch eine Wirkung draufsetzt, sodass Schritt für Schritt dann die Symptomatik reduziert wird. Aber wir reduzieren das Intervall nicht gerne unter 10 Wochen, weil Botulinumtoxin ein Fremdeiweiß ist und deswegen dann Antigen- oder Abstoßungsreaktionen auftreten können. Deswegen vermeiden wir kurze Intervalle, obwohl einige Patienten das durchaus bräuchten.